Rübezahl will Schlesien ersäufen. Dass Rübezahl Schlesien ja die ganze Welt ertränken wollte, wusste schon der alte Lehrer Zeller im Jahre 1726. Man zeigte zu jener Zeit gerne drei riesige Steine, die Rübezahl in den großen Teich werfen wollte, sowie eine Stufe, auf die er getreten war, als er beim Werfen einen Fehltritt getan hatte. Es wird im Riesengebirge noch heute erzählt, dass Rübezahl einmal Schlesien oder gar Deutschland ertränken wollte. Dazu nahm er den Mittagstein, also eine ganze Felsformation des Gebirges, und wollte ihn in den großen Teich werfen, um diesen dadurch zum Überlaufen zu bringen. Er legte sich eine Kette um den Hals und hängte sich so den Stein auf seinen Rücken. Da begegnete ihm eine Frau, von der es heißt, sie sei eine Hexe gewesen, während andere wiederum von der Mutter Gottes sprechen. Sie sagte ihm, er solle doch ausruhen, wenn ihm die Last zu schwer würde. Sie werde ihm hernach schon wieder aufhelfen. Daraufhin ruhte sich der Riese aus. Als er aber aufstehen wollte, vermochte er es nicht mehr und musste den Stein notgedrungen stehen lassen. Das ist der Mittagstein, an dem der Ring heute noch zu sehen ist, welcher die Kette befestigte. Früher war sogar eine Kette um den Stein gemalt, was Josef Scholz noch 1873 gesehen haben will.